Yet Another Zombie Defense. Der Titel sagt es gleich. Das Thema, das durch Plants vs. Zombies Erfolge feierte, ist immer noch angesagt. Ähnlich locker wie der Titel daherkommt, ist auch das Spiel in allen Belangen. Im Defense-Modus verteidigt man sich, keiner hätte es gedacht, gegen Zombies, die einen in einer einfachen Landschaft erhellt durch eine romantische Straßenlaterne angreifen. Zuerst nur mit einer Pistole, später mit Maschinengewehren oder, genre-echt Kettensäge, erwehrt man sich der zuerst wenigen Gegner, um dann während des Spieltages eine Verteidigungsstellung aufzubauen, bestehend meist aus Palisaden, später auch erweiterbar, zum Beispiel durch Stahl- oder Elektrozäune. Die Gegner lassen dabei nach ihrem Dahinscheiden die dringend benötigten Geldbündel oder auch Munition fallen, die die besseren Waffen benötigen. So baut man sein Lager aus und muss gegen immer mehr und stärkere Gegner ankämpfen. Im Modus Endless Night hingegen kämpft man gegen Zombies, welch Wunder, und muss das gleiche machen, allerdings verzichtet das Spiel hier auf die Errichtung einer Verteidigung. Und man muss durch geschicktes Manövrieren vor allem die verschiedenen Gegenstände beim Droppen der Zombies aufsammeln. Besonders die besseren Waffen und Medipacks. Anderes macht zum Beispiel unsichtbar oder unverwundbar. Das Ganze geht auch mit mehreren Spielern und man kann verschiedene Charaktere wählen, die sich aber nicht wirklich unterscheiden. Auch die Zombie-Massen bleiben gleich und ebenso farblos wie die Grundgrafik. Das Spiel gibt es für wenig Geld, meist unter einem Euro, und auf dieser Grundlage sollte man das auch bewerten. Yet Another Zombie Defense hält sich nicht lange mit Grafik auf und ist auch sonst nicht großartig durchdesignt. Aber es besticht durch die klaustrophobische Atmosphäre und den sehr direkten Zugang, der durchaus auch Suchtpotenzial entfalten kann. Ganz klar, ein reines Gelegenheitsspiel ohne Tiefgang. Kein Geheimtipp, aber eine solide Ballerei ohne Ecken und Kanten. Bei dem Preis kann man wenig falsch machen, wenn man die Art mag. Allerdings darf man auch kein Vollpreisspiel erwarten und die Einfachheit des Ganzen ist Programm. Für ein paar Stunden Spielspaß nebenher reicht es aber allemal.